Hallihallo, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich bei Zapunzels Orakel und wir gucken, was die Liebe angeht, auf die kommenden 24 Stunden. Es ist eine allgemeine Legung, kann keine private ersetzen, dir höchstens eine Tendenz liefern, wenn du mit dem, was ich erzähle, in Resonanz gehst. Wenn nicht, lass es ganz einfach weiterziehen, denk nicht über Dinge nach, die dich nicht betreffen. Und wir legen jetzt mal los. Es ist gerade ja, ziemlich Schwung in der Bude, ziemlich Bewegung im Kollektiv. Viele haben Grenzen gesetzt, viele haben gesagt, auf die Art und Weise drehe ich den Streifen nicht mehr mit dir, Herr lieber Otto, weil zurzeit bist du ein Energievampir und so geht das auf Dauer nicht, weil ich habe auch meinen Wert und erkenne den oder lass es sein. Partnerschaft ist für mich Geben und Nehmen in den Ausgleich gebracht. Und nicht der eine gibt und der andere hält nur die Hand auf. Der Otto hat es auch ein bisschen, ja, schon übertrieben in der letzten Zeit. Und das ist jetzt so der Punkt, an dem sich viele befinden. Ich hätte jetzt mal gerne gewusst, womit das Kollektiv, aber auch der Otto beschäftigt ist. Bei manchen sind vielleicht auch ein paar härtere Worte um die Ecke gekommen. Ich weiß es nicht. Ne? Je nachdem, wie viele Themen schon geheilt sind und was vielleicht noch triggerbar ist. In dem Moment, wo ihr euch in die Augen schaut, habt euch im Grunde schon vergeben, weil eure Liebe stärker ist als ja, dieses Kämpfen gegeneinander. Bei den vielen Fällen findet das wirklich nur statt, wenn was getextet wird oder nur irgendwelche blinden Audios durch den Äther fließen. Mit dem Moment, wo ihr Blickkontakt habt, ist da nicht mehr viel mit Wut. Zumindest ist das so meine Erfahrung, das auch, was ich so hören darf aus dem Kollektiv. Was ist die zweite Karte denn? Je mehr wir unseren Partner zulassen, desto mehr lassen wir uns auch selber zu. Also, wo vielleicht innere Widerstände gewesen sind, geht es jetzt darum, diese Widerstände aufzugeben, loszulassen und sich auf den gemeinsamen Weg zu fokussieren. Das wird so langsam auch den Ottos klar, weil die wissen ja nun auch, was die Uhr geschlagen hat. Dann lass mal gucken, wo du denn jetzt gerade so unterwegs bist auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg. Manche hängen noch so ein bisschen fest in Chaos und Konflikt. Das hat aber damit zu tun, dass dir in der letzten Zeit vielleicht wirklich ein bisschen viel Energie abgezwackt worden ist von ihm und du ja die ganze Zeit über dieses Dingen hier nachdenken musstest. Das hat unendlich viel Kraft gekostet und vielleicht auch dazu geführt, dass du dein Leben nicht mehr so selbstbestimmt regeln konntest wie bisher. Und aber da das nicht dein eigenes Chaos ist und nicht deine Konflikte mehr sind, bist du vielleicht gar nicht mehr unbedingt so bereit, dich da immer wieder und immer wieder und immer wieder reinziehen zu lassen. Du hast dein eigenes Leben, du hast auch deine Eigenart, du bist gut so wie du bist und das hast du für dich angenommen. Für alle die, die noch in Chaos und Konflikt stecken, weil es eben noch Themen gibt, da kann man nicht anders, als einfach aufzuräumen. Aber ich weiß, dass viele diesen Punkt wirklich schon übersprungen haben. Trotzdem fühlt sich das Leben zurzeit nicht so friedlich und harmonisch an, so aus dem Inneren heraus, wie es sein könnte, weil er immer wieder seine Last in deine Richtung transportiert. Und er hängt da irgendwo im Wolkenkuckucksheim. Ne? Er hat sich dann zu Hause erschaffen, aber dieses Zuhause hängt irgendwo in der Luft. Dem fehlt zurzeit ein wenig
Die Bodenhaftung. Er ist gerade dabei zu überlegen, was bedeutet denn zu Hause angekommen sein für mich? Was bedeutet das? Bin ich glücklich, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein hocke, mit mir alleine bin, mich mit irgendwelchen Hobbys beschäftige, anderen Menschen helfe, die mir gar nicht so nahe stehen? Ist das für mich wirklich das Gefühl von zu Hause? Er kennt das Gefühl von zu Hause nicht so, ne, weil es ihm ja immer an Geborgenheit gefehlt hat. Allerdings hat er eine Vorstellung davon, wie sich zu Hause anfühlen kann. Und dieses Gefühl, das hat er an deiner Seite schon mehr als einmal erlebt. Ja, dieses Haus hat zumindest schon mal das Licht angeknipst. Jetzt darf es noch irgendwo einen Platz finden, ein schönes Grundstück finden, wo es denn landen kann. Wir gucken mal, in welcher Energie du bist und in welcher er. Wie bist du aufgestellt energetisch? Ja, viele behalten den Kelch jetzt gerade für sich. Da darf man aber auch immer wieder überprüfen, ist das jetzt noch was aus meiner Kindheit, wo ich trotzig bin, wo ich sage, so, jetzt hat der Otto eine Grenze überschritten und jetzt mache ich nicht mehr mit, jetzt spiele ich nicht mehr mit. Der hat mir mein Förmchen nicht zurückgegeben, jetzt spiele ich nicht mehr mit, der will ja nur alleine spielen. Wenn es so ist, dann überprüfe nochmal, ne, ob das jetzt eine Ego-Grenze ist, die du gerade ziehst oder aus einer alten Verletzung heraus irgendetwas. Wenn du geben kannst und du tust es nicht, weil dein Ego dir im Weg steht, dann ist die Frage, ist es wirklich Liebe? Wenn du aber nicht geben kannst, aus welchen Gründen auch immer, weil die Zeichen entsprechend sind, weil die Tatsachen entsprechend sind, weil dein Energielevel entsprechend ist, dann ist es zurzeit der richtige Weg, dich hier mal ein bisschen rauszunehmen, zurückzunehmen, zu sagen, ich bin mir auch was wert, ich habe einen Wert. Und entweder erkennst du den und springst jetzt in deine männliche Kraft oder lass es sein, dann geht jeder den Weg für sich alleine. Dass das nicht funktioniert auf Dauer, das dürfte jedem klar sein, zumindest all denen, die in so einem Dualseelenprozess stecken oder Zwillingsseelenprozess. Aber die Definitionen, die sollen an der Stelle ganz egal sein. Es gibt nur keine innigeren zwischenmenschlichen Beziehungen als diese. Und er hat jetzt hier die neun Schwerter aber umgedreht, da wo Angst ihn aufgehalten hat. Das sieht aus jetzt hier, als würden da Kampfjets durch die Gegend fliegen. Auf jeden Fall Flugzeuge. Ich deute ja alles intuitiv. Also, du hast dafür gesorgt, ihn ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Das mag im ersten Moment Ängste ausgelöst haben in ihm, im zweiten Moment aber dafür gesorgt haben, dass er sich seine Stärke zurückerobern will. Ich möchte noch eine haben, weil das steckt ja in ihm, ne? Da ist ja nun kein Waschlappen. Ja, und es ist so, dass er auf der Suche danach ist, wieder Gründe zu finden, fröhlich zu sein, zu feiern. Es ist bei manchen so, dass da noch jemand im Feld ist, der zu viel ist. Meistens ist es die Mama oder die Familie, die da heftig an ihm zuppelt und zerrt und ihm seine Energie auch klaut. Aber er ist ja jemand, der auch Schlussstriche ziehen kann. Dann darf er hier auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich fange an zu verstehen, was mir wirklich wichtig ist in meinem Leben. Stellst dir folgende Frage: Wie möchte sich mein Körper heute bewegen? Und bei vielen, die wirklich wahre Energieflummis sind, die sagen, ich habe keine Kraft, mich viel zu bewegen. Da, wo ich früher riesengroße Runden gedreht habe, gehe ich jetzt nur noch minimalistisch an die frische Luft. Ich habe auch keine Lust, großartig Workouts zu machen, weil mir die Kraft dazu fehlt. Ja, dann hol dir deine Kraft zurück. Dein Körper ist immer dein Kompass. Okay, manchmal hat er auch Ruhe verdient. Ja, und
Höre auf deinen Körper, der erzählt dir sehr viel, auch das, was richtig und falsch läuft hier in diesem Prozess. Ja, manche stellen sich gerade die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg? Das ist so das Ding, ne? Bilde ich mir das alles nur ein? Oder ist da wirklich was dran? Ich kann nur sagen, da ist was dran, weil alles das, was ich vielleicht jetzt denke, kriege ich ein paar Stunden später von der anderen Seite bestätigt. Im besten Fall, nicht jeden Tag, aber doch oft. Und wichtig, dass du für dich auf dem richtigen Weg bist, ne? Verfolge deinen Weg. Diese Wege, die laufen zwangsläufig zusammen, aber die Entscheidung liegt halt leider nicht bei dir, sondern beim göttlich-männlichen Wesen. Und das ist nun mal hier der Otto. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren einfach, ne, die Rollen zuteilen. Und die Männer, die müssen ebenfalls für sich entscheiden, auf welcher Seite sie sich wiederfinden. Er, na ja, wenn du dich fragst, bin ich auf dem richtigen Weg, dann fragt er sich, was denn, wenn ich mir das alles nur einbilde? Glauben, Vertrauen, Hoffnung. Ohne dem geht es nicht. Er sagt ja heute was. Ich werde mich bessern. All das, was du gesagt hast, das sehe ich schon ein. Und ich muss jetzt anfangen zu heilen. Es wird Zeit zu heilen. Und du sagst, ich höre so oft Musik, wo ich an dich denken muss. Und ich möchte dich, ich will dich. Ich will dich. Ja, damit kommst du meistens nicht unbedingt so weit, aber manchmal möchte der Otto genau das auch hören. You are the one and only. Und außer dir wird es keinen geben können. Manchmal muss er es hören in Dauerschleife, damit er an sich glauben kann. Ist schon ein interessantes Wesen, so ein Otto, aber ich glaube, das Kollektiv ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ich nehme jetzt noch was mit. Nehmen wir noch was mit? Ich gucke mich gerade um. Welcher Engel wacht gerade ganz besonders über euch? Das Ganze wird von Erfolg gekrönt sein. Was wirst du jetzt tun, wo du weißt, dass dein Erfolg gewiss ist? Nichts. Ich kann immer nur empfehlen, kommt den Geistesblitz, dann werte den nicht lange, dann hau raus, weil deine Seele sagt dir ganz genau, was wann zu tun ist. Und es gibt eben auch kein richtig und kein falsch in so einem Seelenpartnerprozess, weil du geführt wirst. Ich mache heute nur einen Spoiler und hätte gerne gewusst, was die Überschrift für deine nächsten 24 Stunden so ist. Sei sein Spiegel. Na, du kannst auch manchmal Dinge in seine Richtung projizieren, die du erspürst, damit er erwacht. Spiegel ihn einfach. Und das kann man auf sehr kreative Art und Weise machen. Aber da hat jedes Seelenpaar seine Handschrift und er ist ebenfalls so geführt, wie du es bist. Er ist nur zurzeit sehr verletzbar, sehr verwundbar, weil die ganzen Verletzungen nochmal an die Oberfläche gekommen sind. Und deshalb ist es vielleicht ein ganz gutes Stilmittel, da nicht zu hart reinzuschmettern. Na, wenn jemand schon am Boden liegt, hat er mit Liebe nicht viel zu tun, dann noch hinterherzutreten. Aber das muss ich den meisten ja überhaupt nicht erzählen. Wir gucken mal mit meinen Karten, was denn hier in den nächsten 24 Stunden auf dich zukommen möchte. Du wünschst dir einen gemeinsamen, weil auf einen einsamen hast du keinen Bock mehr.
Und in den letzten Wochen war jeder im Einzelkämpfermodus unterwegs. Reflexartig wirst du es hinbekommen, hier dein Herz zu öffnen, weil für dich ist das die wahre Liebe. Auch auf die Gefahr hin, dass du dir ein paar unkomfortable Momente machst. Bei mir war das gestern, das ist die Legung, die für mich gestern gepasst hätte. Wo du vielleicht im ersten Moment denkst, ich will aber meine Ruhe haben, aber wo dein Herz sagt, so, ich muss da jetzt mal den Mund aufmachen, ansonsten wird die andere Seite nicht wach und belastet meine Seele was. Ich muss hier was an die Oberfläche bringen, denn ich weiß, was in diesem Seelenvertrag steht. Und den Otto mal darauf aufmerksam machen, dass es nicht das Nonplusultra ist, immer nach Problemen zu suchen, sondern es manchmal auch angezeigt ist, gemeinsam Lösungen zu finden. Du zeigst heute Königinnenqualitäten. Fliegt genau auf seine Seite. Jetzt mische ich dieses Deck nochmal. Und dann gucken wir mal, was dem Herrn Otto so widerfährt in den nächsten 24 Stunden. Der hat sich in der letzten Zeit häufig an seine Kindheit zurückerinnert gefühlt, weil seine Familie auch ordentlich Forderungen gestellt hat. Das hat dazu geführt, dass er sich in deine Richtung ein Stück weit zurückziehen musste. Weil ansonsten hätte er, glaube ich, diese Vibes, die hat er ja sowieso in dein Feld gebracht. Aber dann hätte es vielleicht Gespräche gegeben auf eine unkomfortable Art und Weise, weil wenn er Stress hat, dann kann er auch schon mal ein bisschen sehr unwirsch sein. Du hast ihn gespiegelt, indem du dich ebenfalls zurückgezogen hast, auf eine Art und Weise, die ihm unbekannt war bisher. Und das hat jetzt bei ihm für Unruhe gesorgt. Nochmal so einiges aufgewirbelt, aber doch Spuren hinterlassen. Themen wie Eifersucht und Neid sind auch nochmal an die Oberfläche gekommen. Vielleicht ist er manchmal auch neidisch auf dich und deine Art, die Dinge anzugehen und zu sehen. Aber du bist doch immer wieder sehr inspirierend für ihn. Und das führt dazu, dass er jetzt durch diesen Reinigungsprozess geht. Der war ja gestern schon auf dem Tisch. Seine Sehnsucht in deine Richtung immer größer wird und er immer mehr danach schreit, dir zu begegnen. Weil dieses vor sich hindümpeln und alle Fesseln von sich zu werfen, das ist natürlich notwendig, aber manche Wege kann man eben auch gemeinsam gehen, weil sie dadurch leichter werden. Das wird ihm jetzt in den kommenden 24 Stunden bewusst, in den Fällen, ne, die es betrifft. Und hup, ich hätte noch gerne Inspiration hier für mein Kollektiv. Um was geht es jetzt? Was dürfen wir im Auge behalten? Bleibe optimistisch, das ist total wichtig. Ne? Wenn du sagst, oh Gott, das wird ja sowieso alles nichts, da hast du schon eine Manifestation in den Himmel geschickt. Das lese ich ganz häufig oder höre das ganz häufig. Der hat versprochen, mich anzurufen, macht er ja sowieso nicht. Ja, kannst du knicken. Ne? Da hat der Otto schon mitgehört und das Universum ebenfalls. Bleibe optimistisch, das ist super, super wichtig. Deine Träume werden wahr. Steig nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht und. Pass auf, achte auf sich wiederholende Zeichen und deine innere Führung. Darin können wertvolle Hinweise stecken und du wirst geleitet und geführt. Und manchmal kommt, wie gesagt, so ein Geistesblitz in dir hoch und dann sagt das Ego, aber nee, kein Bock, kein Bock. Ich will meine Ruhe haben, ich habe keinen Bock. Dann ist es aber wichtig, wenn du eine höhere Stufe erreichen willst, über dieses keinen Bock hinüberzuspringen. Meiner Meinung nach. Ich nehme jetzt noch eine Aktivierungsformel mit und dann ist es das für heute. Und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich schon mal wieder bei allen, die mir hier zur Seite stehen, die mich ebenfalls inspirieren, auch
bei allen, die mir ihre Anerkennung schenken, in Form eines Kommentars, eines Likes oder eines kostenlosen Abos. Und die Aktivierungsformel, da geht es heute hier um das Thema Mut und Tatkraft. Also passt wunderbar. Es gibt immer wieder unbekannte Situationen und Herausforderungen, die einschüchtern und Angst machen. Ob sie dich privat, geschäftlich oder familiär betreffen, sie bergen immer eine Chance in sich zu wachsen, Freude zu spüren und weiterzukommen. Sieh sie nicht als Hürde, sondern als Möglichkeit, dich von überholtem Verhalten zu verabschieden. Dingen immer wieder aus dem Weg zu gehen, muss nicht die Lösung sein. Im Gegenteil, diese Herausforderung allein und mutig angegangen zu sein, kann dich und deine Energie stärken und dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Die Formel, die es dazu gibt, lautet: Ich sehe, erlebe und spüre alles mit Leichtigkeit. Ich formuliere das jetzt um, weil das steht hier im Konjunktiv. Mich lähmen keine Lasten, die mein Leben erschweren. Ich gehe alle Herausforderungen ohne Besorgnis, Skepsis und Bedenken an und stattdessen mit Mut und Tatkraft. So ist das. Ja, so ist es. Na, du bist ein Kämpfer, das steckt in dir. Du hast schon viel kämpfen müssen in deinem Leben und hast natürlich langsam auch Bock, einfach mal zu empfangen, und das sei dir zugestanden. Aber trotzdem ist es manchmal wichtig, wenn man erspürt, hier braucht es gerade was, dieses gerade was noch, ne, auf den Tisch zu bringen und dann zu sagen, ich empfange. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben. Wünsche euch viel Erfolg und viel Mut. Kommt in eure Energie zurück, und sofern, ne, sofern die gerade ein bisschen Low Level ist. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Bleibt mir gesund und gern bis zum nächsten Mal.